Favoritenlisten sind eine nützliche Funktion in der Tulpsuche, mit der du eine beliebige Sammlung von Medien anlegen, bearbeiten und exportieren kannst. In diesem How-To zeigen wir dir, wie das geht. Um Literatur zu einem bestimmten Thema zu finden, geben wir zunächst einige Suchbegriffe in den Suchschlitz ein. Um die Suchergebnisse zu verfeinern, kannst du im linken Bereich verschiedene Filter setzen. Für unser Beispiel grenzen wir die Medienart auf Buch ein. Über das kleine Pluszeichen am rechten Rand lassen sich die einzelnen Treffer zunächst in die Zwischenablage kopieren. Von der Zwischenablage aus kannst du bereits ohne Anmeldung an dein Benutzerkonto verschiedene Aktionen ausführen. Wähle einzelne oder alle Titel aus der Zwischenablage aus und versende sie per E-Mail, exportiere sie in ein Literaturverwaltungsprogramm, drucke sie aus oder lösche sie. In unserem Fall wollen wir eine Favoritenliste anlegen und drücken dazu das kleine Diskettensymbol. Speichern und späteren Bearbeiten der Liste ist zunächst eine Anmeldung an eurem Benutzerkonto erforderlich. Wähle im nächsten Schritt aus, ob du die Titel zu einer bereits bestehenden Liste hinzufügen möchtest oder eine neue Favoritenliste erstellt werden soll. Wir wollen eine neue Liste anlegen. Vergib einen Namen für die Liste und füge, wenn nötig, eine Beschreibung hinzu. Wähle öffentlich aus, wenn du die Liste später mit anderen Personen teilen möchtest oder privat, wenn sie nur für deinen eigenen Gebrauch bestimmt ist. Nach erfolgreicher Speicherung können wir hier direkt zu unserer Liste gelangen. Im Benutzerkonto können wir die Liste nun weiter bearbeiten. Wir können Aktionen für einzelne Titel oder für alle Titel der Liste ausführen. Zum Beispiel können wir die Titel per E-Mail versenden, wir können sie löschen oder aber exportieren, zum Beispiel für verschiedene Literaturverwaltungsprogramme. Du kannst beliebig viele Favoritenlisten anlegen zu verschiedenen Themen und findest diese immer unter Meine Listen in deinem Benutzerkonto.